Können wir wissen, was die Mädels dann da machen? Okay, hör zu. Du musst das nicht tun. Doch, muss ich. Sehr schön. Muss ich nur gucken, wo der... Muss ich nur gucken, wo der andere ist. Das Gefühl, hier oben kann ich eigentlich. Ich werde nämlich gucken, ob da vielleicht irgendwas ist, aber der kommt ja sowieso her. Ich will zwar nichts sagen, aber es lief gut. Ja, am Schweine. Gibt's hier irgendwas? Irgendeine Heilung oder so? Ich meine, komm schon. Kannst du nicht umsonst hierher laufen. Okay, das war gemein Spiel, okay? Gut. Jetzt muss ich halt nur gucken, ob unten noch irgendwas ist. Ich hätte ja aufgemacht, was da drin ist. Einfach aus Interesse. Unter der trippelige Karton. Los, geht da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Schön, dass ihr euch kennt. So nach dem Motto mal vorstellen oder so. Ja gut, man weiß es ja nicht, ne? Es kann ja sein, dass die sich schon kennen. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Könnt ihr die Wunde nicht halten? Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Wir sollen bestimmt irgendwelche Sexspielzeuge schmuggeln. Warum ist meine Kamera dreckig? Joel, hilf mir mal eben. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Die Kleine? Du musst jetzt schon Kinder rekrutieren. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns.
aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mal. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Die ist bloß Ware. Was ist das gemein? Übel, Mübel. So. Jetzt haben wir die Ellie wahrscheinlich hier an der Backe. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab Schüsse gehört, aber. Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Und wo muss ich lang? Ich konnte also ein Messer herstellen mit Scherben. Okay. Ich nicht. Sie erinnert mich so ein bisschen an Bioshock. Bioshock Infinite. Hier runter. Los, mach ihn. Ja doch. Bin ich so gemein zu ihr? Dass uns hier keiner sieht. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Muss irgendwo eine Leiter oder ein Brett finden, oder? Ah, okay, verstehe. Das ist aber gut. Okay, das geht noch. Schaffst du das, Ellie? Jetzt komm hoch, Mädchen. Oh. Ach, Teenager. Machen nie, was man ihnen sagt. Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Ja, was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies.
Wie alt bist du, 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Ach, die sind knuffig, die beiden. Was macht meine Switch? Ist immer noch am Zocken. Das ist okay. Ist relativ geradlinig, also Open World hast du jetzt hier nicht. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Weil Open World Spiele enden meistens immer damit, gerade heutzutage, dass sie einfach viel zu immer lang sind und Hier ist es. Fernseh, PC, wo ist Internet? Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Tja. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Eine gute Frage. Was wollen die Fireflies von einem? Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na los. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen musste. Ich habe es einfach mal geraten. Finde ich aber okay. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns heute und dich bei uns bleiben. Ja, sicher. Klingt nicht begeistert, die Kleine. Jetzt stehen da drei Leute. Na, wen haben wir denn da? Vorne ist eine Patrouille. Okay. Wir können, kommt hoch. Komm, Kleine.
Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. So, so schnell kommt man zu einer Family. Kann man mal machen. Lass mich raten, wir müssen hier durch. Hier geht's lang. Aua. Jetzt bloß keine Dummheiten. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Bleib still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Was geht denn mit der ab? Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Infiziert. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Also ist sie eine mögliche... Los, komm! Also hat sie entweder Resistenz gegen das Virus oder was weiß ich, gegen die Infizierung? Infiziertes Mädchen, was... Verdammt, da. Ich seh sie. Fische. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nicht sehen. Sind die wirklich hier lang getan? Ja, unser Auftrag, also weitergehen. Nach unten bleiben, sonst sehen sie dich. Dann. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Okay, hier kann ich theoretisch... Okay.
Oh, das bedeutet, ich könnte eigentlich... Siehst du irgendwas? So weit, so gut. Ich weiß nicht, wie mich da jetzt keiner gesehen hat. Die Mädels kommen, wie auch immer. Ich kann welche hören. Moment. Mist, runter. Los, los! Nicht gedacht, dass der jetzt so abgeht. Ich will zwar nichts sagen, aber der trifft nicht. Holy moly, Babroli. Hier können wir durch. Ja, erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay, so ein paar Crafting-Sachen haben wir hier schon, das ist okay. Wie lange sind wir dann jetzt schon am... Stündchen. Mist, noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Jetzt komm schon, Joel. Ich komme. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rund. Wie sieht's aus? Sind so viele, Tess. Oh, Mann. Oh, Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch, sie abzulenken. Okay. Geht aus! Oh, komm schon! Das war dumm. Och nee, jetzt muss ich auch noch auf die aufpassen. Oh, verdammt. Hab ich vergessen. Scheiße. Du kannst deine Gegner aus dem Hinterhalt oder direkt angreifen. Manchmal ist es klüger, einen Kampf zu vermeiden. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Versuch sie abzulenken. Okay.
Was? Der kann mich noch gar nicht gesehen haben. Oh, komm schon, ernsthaft. Verdammt, ich hasse dich. Oh, komm schon! Och, leck mich doch, ey. Ja, natürlich, sofort. Wenn der NPC im Weg steht. Natürlich. Habe ich natürlich sofort entdeckt. Wie er mich hier gesehen hat, ist mir schleierhaft. Ja, natürlich. Kannst übertreiben. Ich wette mit dir, die Mädels mal wieder Probleme. Reichweite von unendlich. Ich bin einfach schlecht in solchen Spielen geworden. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Na dann. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Mist, noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und sich zur 11. Gericht erstatten.
Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Ja, kann ich machen, aber ich guck mal, wie ich klarkomme, Mino. Vor allem, wie gesagt, wir spielen das jetzt erstmal nur an, mit dem Wissen, okay, wollen wir es weiterspielen demnächst oder nicht. Soll 14 bis 18 Stunden sein, habe ich gehört, das erste Teil zumindest. Deutet, könnte sogar eine richtige Größe sein für ein Stream-Spiel. Des, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. So, Zombie-Apokalypse 2. Oh, warte, warte. Gut. Sammeln, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen, los geht's, na los. Weiter,